Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem kurzen Livestream. Mach mir erstmal mein Energy auf. Heute mal grüner Kongstrong, was ich euch erzählt habe. Den haben wir durch Zufall bei Lidl gesehen. Ja, schmeckt wie das normale Monster. Ja, schwarz mit grün. Nur nicht ganz so süß. Also ein wenig süßer. Also ein wenig nicht so, egal. Baumok, einen wunderschönen. Christian, einen wunderschönen. Johannes, auch dir einen wunderschönen. Also, ich habe mir gedacht, da der Fire TV Cube ja momentan im Angebot ist, der Link ist in der Videobeschreibung, und immer viele Fragen kommen, brauche ich dies, brauche ich jenes, was geht nicht, und ich wollte ja sowieso demnächst eine Review machen, habe gedacht, ich mache das einfach mal live und dann kann ich auch auf eure Fragen antworten. Ist eigentlich, denke ich mal, das Beste. Oberhavel, einen wunderschönen. Leider habe ich es nicht mehr geschafft. Ja, bei Otto war es schon ausverkauft. Mord, einen wunderschönen Abend. Steffen, einen wunderschönen Abend. Steven, meine ich. Sascha, einen wunderschönen. So, erstmal kommen wir zu dem Wichtigsten. Viele fragen immer, wegen dem HDMI-Kabel muss ich ein 4K-Kabel nehmen? Ist ein Kabel mit bei? Es ist beim Fire TV nie ein HDMI-Kabel mit bei. So. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Kabel genommen. Ihr müsst kein 4K-Kabel nehmen. Wenn ihr nur einen normalen Fernseher habt, dann reicht auch ein normaler HDMI-Kabel. Irgendwie finde ich meine Kamera ein bisschen rauschig, oder? Alexa? LED 100%? So. Das ist jetzt ein normaler HDMI-Kabel. Oben ist Silber. Ja, das ist ein ganz stinknormaler. Der war, wo waren der mit bei? Ich habe keine Ahnung. Wo der mit bei war, steht hier was drauf. Hier steht natürlich nichts drauf. Doch, hier steht irgendwas, das kann ich aber nicht lesen. So. Und dann habe ich hier mal einfach mein von Kabel direkt. Dann könnt ihr das schon mal sehen, wo da der Unterschied ist. Ja. Einmal in der Dicke. Der von Kabel direkt ist wesentlich dicker, also ist auch mehr abgeschirmt. Also weniger Störsignale. Wenn ihr jetzt natürlich noch alte HDMI-Kabel habt, 1.4 oder vor 1.4, und ihr den anschließt und ihr wundert euch, dass ihr kein vernünftiges Bild habt, beziehungsweise ihr habt einen 4K-Fernseher, ihr habt einen Fire TV Cube und nimmt ein älteres HDMI-Kabel, was vielleicht kein 4K-Bild macht. Habt ihr vielleicht nur Ton oder ihr habt ein grünstichiges Bild oder gar kein Bild. Das ist immer unterschiedlich. Die HDMIs, die haben alle einen Standard. Wenn ihr HDMI-Kabel kauft, achtet auf die Standards, was er kann. Ihr braucht mindestens für einen Fire TV Cube, damit ihr wirklich alles gucken könnt, wenn ihr die dementsprechenden Fernseher habt, ein HDMI. Hier der von Kabel Direkt zum Beispiel, der ist super. 4K HDR unterstützt da. Ja. Passt super. Also habe ich auch. Ich habe auch den schwarzen, der mit 120 Hertz, der neue, den habe ich jetzt da dran. So, das war das Erste. Dann zum Fire TV fragen immer viele, muss ich unbedingt, was ist denn, wenn ich so Musik hören will? Ihr könnt mit dem Fire TV den Fernseher auslassen und trotzdem Musik hören, wenn ihr eine Bluetooth-Box anschließt. Über den internen Lautsprecher, es ist zwar eine Mischung aus Fire TV und Echo, funktioniert das leider nicht. Es funktionieren nur News. Alexa? News? Hier sind deine Neuigkeiten. Im ZDF heute Express. Da kommen dann meine News. Alexa? Alexa! Stopp! Wenn es dann an ist, dann funktioniert es manchmal nicht recht. Aber dann könnt ihr das mit der Fernbedienung auch. Alexa? News? Hier sind deine Neuigkeiten. Im ZDF heute. Müssen wir kurz warten, bis es lauter wird. Jetzt. Und dann drücke ich einfach auf der Fernbedienung die Sprachknopf und sage: Stopp. Und dann ist es aus.
Zeigst du bitte, wie lange das Hochfahren dauert? Das kann ich euch auch gleich zeigen, wenn wir das so alle gemacht haben. Es dauert nicht lange. So, jedenfalls, ihr könnt auch so Musik hören. Ich habe mir dafür meine Roboterbox geholt. Das ist eine Bluetooth-Box. Da hatte ich auch mal damals ein Video gemacht. Die steht sonst hier oben drin. Die sieht man im Stream sonst nicht. Da oben steht sie. Die ist eigentlich immer aus. Und wenn ich die jetzt anmache, ich habe die auch schon verbunden mit Alexa, alles drum und dran. Alexa, spiel Musik, Broilers. Zufallswiedergabe der Songs von Broilers auf Amazon Music. So, jetzt macht's es. Aber wir hören es nicht, weil die Soundbar aus ist und der TV aus ist. Alexa, stopp. Alexa, home. Das empfehle ich euch immer, wenn ihr was gemacht habt, irgendwo seid, immer Home machen, immer, dass er noch zum Hauptmenü zurückkommt, weil sonst passiert was anderes. Ich zeige euch das gleich an der Hand von YouTube, alle drum und dran. Peter, einen wunderschönen Abend. So, jetzt mache ich erstmal hier meine wunderschöne Roboterbox an. Ich muss erstmal gucken, wo hier der... Hier ist der falsche Knopf. Wo ist denn hier? Ach, hier ist zu dunkel. In der Mitte war er doch. So, der ist jetzt an. Bluetooth connected. Der connectet jetzt automatisch mit, ja, hier. Bluetooth ist ja an. Alexa, spiele Broilers. Jetzt solltet eigentlich hier. Oh. Ich muss mal. Ja, das Vorführen. Normalerweise klappt das. Also die automatische Anerkennung. Alexa, Fernseh an. Also bis jetzt hat es eigentlich fast immer geklappt. Damit sie sich automatisch damit connectet. So. Müssen wir mal gucken. Und Bluetooth-Geräte. Andere Bluetooth-Geräte steht drinne. Bluetooth disconnected. Was klar getrennt. Jetzt ist es. Das war zusammen. Bluetooth connected. Jetzt geht's. Alexa, stopp! So, und jetzt kommt es natürlich nicht von da unten, jetzt kommt es hier oben an. Ich mache nochmal aus. Habe extra den Chat weggemacht. Verbindung mit Konto nicht hergestellt werden. So, und jetzt machen wir es nochmal an. Bluetooth connected. So, Gravitz wurde verbunden. Also es verbindet eigentlich automatisch. Alexa, wie geht es dir? Danke, dass du fragst. Ich habe wieder viel gelernt. Eigentlich sollte das jetzt auch, weil es ist verbunden. Was nu? Akku leer oder was? Alexa? Wie geht's? Danke der Nachfrage. Ich habe heute... Eigentlich? Es kann sein, weil ja Akku gerade leer ist. Alexa? Home? Das macht er hier gerade nicht. Warum macht er denn nicht? Das ist jetzt live, das ist Vorführeffekt. Toll. Also die Batterien können... Bluetooth connected. Ach, jetzt hat er connected. Alexa? Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Ich habe heute meine Platinen geputzt. Wo das entfernt? Hatte ich längst. Also irgendwie entfernt der gerade das immer wieder, warum auch immer. Aber normalerweise geht es, dass man dann mit einer Bluetooth-Box
So, ich zeige es euch nochmal, dass man auch halt. Hier wurde verbunden. Also ich weiß nicht, es kann sein, dass er jetzt wegen Strom jetzt so ein bisschen Probleme hat. Wurde entfernt, ja. Wartet mal, ich mach mal schnell Strom an. Verbindung mit Kavastar getrennt. Brauche ich doch gar nicht, bin ich doof. Brauche ich ja gar nicht. Ich habe doch meinen. Na, ich habe letztens beim Putzen habe ich das ein bisschen zu lange getestet. Ich habe gedacht, das reicht noch. So. Jetzt sollte das eigentlich sollte er jetzt laden. Ich mache nochmal kurz aus. Also er lädt, also ich habe ein Licht. Jetzt mache ich nochmal an. Normalerweise geht das. Ich habe sie jetzt. Da Gravisar verbunden. Wurde verbunden. So. Alexa? Wie geht's? Lieb, dass du fragst. Gut, geht nicht. Ja, keine Ahnung. Also normalerweise geht das. Ich werde darüber nochmal ein Video machen. Ich werde die jetzt mal hier schnell laden. Vielleicht können wir dann nachher nochmal testen. Und sobald die Bluetooth-Box aus ist, habt ihr dann wieder eure normale Box. Ja, da steht jetzt auch, Gerät wurde entfernt. Also ihr könnt aber nicht, wenn die Soundbar mit dem Fernseher verbunden ist, nur die Soundbar. Weil der Ton kommt ja über den HDMI und das geht nur, wenn der Fernseher an ist. Es sei denn, ihr habt halt noch einen Klinkenanschluss an der Soundbar und dann haut er vom Fire TV Cube mit einem Klinkenanschluss rüber. Das funktioniert. Mein Fire Tablet spielt jetzt Broilers. Ist eine geile Band, kann ich dir empfehlen. Ich muss leider schon wieder angehen. Okay, haust da rein. Bis bald, Frau Morg. Bloodguard, einen wunderschönen. Franklin, auch dir einen wunderschönen. So, das nächste. Wenn ihr irgendwo seid im Fire TV, Alexa, öffne YouTube. So. Und wir sind jetzt hier einfach auf YouTube. Und wenn wir jetzt sagen, Alexa, Fortnite. Das hier habe ich gefunden. Dann macht sie das manchmal. Und wenn wir hier oben auf Suche sind, Alexa, Fortnite. Das hier habe ich gefunden. Warum klappt es nicht? Alexa, Fortnite. Normalerweise sagt sie dann, eigentlich wird von YouTube abgerufen und sucht dann innerhalb von YouTube Fortnite. Normalerweise. Jetzt irgendwie gerade nicht. Ich suche mal hier PS4 vielleicht. Alexa, suche Fortnite. Das hier habe ich gefunden. Nee, also will sie irgendwie jetzt nicht machen. Normalerweise sucht sie das wirklich innerhalb von YouTube. Wir können ja mal mit der Fernbedienung versuchen. Fortnite. Das hier habe ich gefunden. Nee. Also ich weiß nicht, warum es jetzt nicht macht, aber normalerweise ruft sie innerhalb von YouTube ab. Und sie sagt auch, wird in YouTube gesucht. Also sie sagt nicht, was ich suche, sie sagt nur, wird in YouTube gesucht. Und dann wird es gesucht. Und dann hat man das bei Auswahl mit drin und dann kann man das anklicken. Normalerweise. So, es war auch ein Problem vorhanden. Alexa, Soundbar Mute. Das mache ich jetzt wegen Content-ID und so. Es war ein Fehler, der ist jetzt eigentlich teilweise behoben. Alexa, spiele Broilers. So,
jetzt ruft sie Broilers von Amazon Music ab und spielt Broilers. Also wenn ihr müsst, wenn ihr Alexa habt irgendwie, müsst ihr jetzt mal Mute drücken, weil ich werde das noch öfters sagen. Und dann war früher der Fehler, wenn ich jetzt was andere gesagt habe und was andere gesucht habe, hat sie zwar gesagt, wird gesucht oder die Zufallswiedergabe von was weiß ich, wird wiedergegeben, hat sie aber nicht gemacht. Teilweise kam dann dieses Amazon Music Logo und das ist dann auch nicht mehr weggegangen. Alexa, spiel Santiano. Das geht jetzt. Also seit dem letzten Update ist das weg. Teilweise. Ich hatte es noch ein, zwei Mal, aber sonst nicht. Alexa, LED aus. Dann hatte ich auch manchmal das Problem, dass ich das nicht steuern konnte, dass wenn ich in einer anderen App drin war, das ist auch behoben mit dem letzten Update. Alexa, LED an. Alexa, LED an. Das geht alles wieder. Ihr dürft, Alexa, stopp. Alexa, Soundbar an. Ach, da brauche ich einfach nur laut drücken, dann geht das ja auch. Viele haben auch gesagt, und ich hatte auch das Problem, dass so lustige Sachen nicht mehr funktioniert haben, wie Alexa, wie macht der Fuchs? Das macht sie jetzt bei mir auch wieder. Ich hatte aus Versehen gesagt, wie macht so und so ein Tier für unsere Tochter. Wir haben halt ein bisschen rumgealbert. Und dadurch hat sie irgendwie einen Skill aktiviert mit irgendwelchen Tiergeräuschen und dann hat sie halt nur normale Fuchsgeräusche abgegeben. Diesen Skill müsst ihr dann einfach in der Alexa-App deaktivieren. Ich habe auch jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, müsst ihr mal gucken, die sagt jetzt, okay, gibt doch kein Kommando mehr. Alexa, ich gehe. So, dann geht im Flur das Flurlicht an. Alexa, ich gehe. So, jetzt ist es an. Alexa, Flur aus. Da hat es nur Pling gemacht. Ich habe nämlich in der Alexa-App, das mit dem neuen Update dazu gekommen, kann ich sagen, weniger quatschen soll sie. Dann gibt es halt nur so ein Ping ab. Das müsst ihr dann in der App einstellen. Zusätzlich habt ihr, also ihr könnt jetzt auch flüstern. Alexa, wie wird das Wetter in Berlin? Das funktioniert auch. Was das? Ich habe ein anderes Wort. PS5 kostet 500 Euro. Glaube ich nicht ganz. Aber okay. Sony hat auch noch nichts Offizielles gesagt. Dean, einen wunderschönen. So. Was wollte ich noch? Ja, warum ich sage, ihr müsst immer Home nehmen. Wenn ihr zum Beispiel, Alexa, Fortnite. Und das war mal, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wenn ich jetzt gesagt habe, Alexa, öffne YouTube. Okay. Alexa, Home. Alexa, LED. LED gelb. Wird von YouTube abgerufen. Jetzt. Warum macht's das jetzt? Alexa? Fortnite? Okay, werden wir nochmal versuchen. Alexa? Odins Tests? Alexa? Odin? Wird von YouTube abgerufen. Und dann sucht sie gleich Odin. Alexa? LED gelb. So. Ich weiß nicht, warum manche macht sie. Alexa? Fortnite.
Sag ich doch, die macht's. Aber manche Sachen macht's halt nicht. Da kommt ihr dann in diesen Bildschirm, Filme und TV und dann kommt da irgendwelche Sachen von Fortnite oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Manche Sachen funktionieren, manche funktionieren richtig gut und manche eigentlich irgendwie nicht. Ich sage deswegen, Alexa Home, ihr müsst immer wieder zum Home zurückkommen, weil wenn ihr den Fernseher nicht anhabt und die Soundbar nicht anhabt und Alexa trotzdem nutzen wollt und ihr seid irgendwo in einem Untermenü, kann es immer Probleme geben, dass ihr dann, oder ihr habt irgendwas gesucht und seid dann halt noch in der Suche drin. Dass sie dann das nicht macht, was sie machen soll, wenn ihr sie wieder ansprecht. Deswegen danach immer sagen, Alexa, Home. Damit sie wieder zurückkommt. Weil sonst funktionieren einige Sachen nicht. Ihr wundert euch, dass nichts funktioniert und dann seid ihr da noch irgendwo in der Suche drin. Ihr könnt auch, wenn ihr mehrere Fire TVs habt, könnt ihr oder mehrere Alexa-Produkte habt, könnt ihr auch eine Erinnerung machen oder eine Benachrichtigung. Alexa, Essen ist fertig. Lass es dir schmecken. Das war jetzt zu laut. Alexa, Benachrichtigung, Essen ist fertig. Ne, wie war denn das? Ja, da war irgendwie so ein komischer Befehl, den habe ich selbst kaum benutzt. Und dann kannst du halt Alexa sagen, Alexa, benachrichtigen, Essen ist fertig. Nee, benachrichtigen war es auch nicht. Da war irgendein komischer Befehl. Er gibt eine Liste mit den ganzen Scheißbefehlen. Und dann kommt dann da so ein Kling-Ling-Ling und dann quatscht es in allen Geräten, die bei euch zu Hause sind, Essen ist fertig. Also eure Stimme. Was war noch? Genau. Der interne Lautsprecher geht nicht für Musik, nur Nachrichten. Wie ich jetzt die Nachrichten gemacht habe, das müsst ihr dann mit Skills über die App machen. Die Tagesschau-App kann ich euch nicht empfehlen, die ist scheiße leise. Nee, Quatsch, N24. Wartet. N24 hatte ich vorher, ist total geil. Der Skill N24 ist top, kann ich wirklich nicht meckern. Funktioniert an sich alle gut. Die Lautstärke ist aber miserabel, also die muss mehr lauter sein. Das schreiben aber ganz viele bei der Bewertung. Ihr könnt auch die Tageszusammenfassung, die ihr habt, könnt ihr euch individualisieren. Ihr müsst nicht unbedingt sagen, dass erst die Nachrichten kommen, dann kommen bei mir Spam-Warnung habe ich noch aktiviert und, oder allgemein für sowas halt. Und Gaming-News. Bei mir ist es so, ich habe es so gemacht, dass bei den Gaming-News hast du verschiedene Kategorien mit bei. Und bei mir habe ich so gemacht, erst kommt Nachrichten, dann kommen die Gaming-News zur Playstation, dann kommen die Spam-Berichte und dann der Rest Gaming-News. Ja, und das bräuchte ihr nur sagen und dann macht sie das. Oder ich kann ihr zum Beispiel sagen, Alexa, wo ist meine Bestellung? Eine Bestellung ist heute eingetroffen. Eine Bestellung wird am Freitag, 6. Dezember, geliefert. Weitere Details werden angezeigt. So, also jetzt hat sie mir natürlich gesagt, dass meine Bestellung zugestellt wurde, das ist heute, dieses PLA-Band, was ich für den 3D-Stift für meine Tochter bestellt habe. Und für den 6. Dezember, das ist, das seht ihr jetzt nicht, weil es ziemlich hell ist, das ist die Mario Bart DVD, beziehungsweise Blu-ray, die ich bestellt habe. Das könnt ihr machen, ihr könnt auch dann die Sendung verfolgen und alle drum und dran. Also da gibt's, alles konnte ich noch nicht testen, gibt's ganz, 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 ganz viel. Der Fire TV Cube ist auch von der Leistung her ziemlich schnell. Schneller als die anderen Fire TV-Geräte. Ihr habt keine Einbrüche oder so, wenn ihr Netflix nutzt, wenn ihr Prime Videos nutzt, ihr könnt 4K nutzen, alles. Der Puffern ist, was ich bei dem Fire TV 3 bemeckert habe, ist hier viel weniger. Auch externe Apps wie Kodi zum Beispiel könnt ihr super nutzen, wird auch super unterstützt, ohne irgendein Delay und so. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe auch Haufen Apps drauf, die überhaupt nichts zu tun haben damit. Ich habe zum Beispiel PureVPN, das habe ich ja. Das könnt ihr auch ganz normal bei Amazon runterladen. Hier Join. Join empfehle ich euch, meldet euch an. Ihr könnt jetzt mit dem letzten Update kam es dazu, dass ihr euch in Join anmelden könnt mit einer E-Mail-Adresse. Und dadurch habt ihr den Vorteil, ihr könnt eine Favoritenliste machen. Also ihr könnt Serien auswählen, die zu euren Favoriten dazukommen und die werden euch dann angezeigt. Ich zeige euch das mal kurz. Ich hoffe, so, jetzt startet Join. So, ich habe mich hier oben auch schon angemeldet.
So, und hier ist praktisch Merkliste. Das heißt Merkliste. Und hier habe ich Bull, Charmed. Charmed ist ja jetzt zu Ende. Und One Piece. Und dann komme ich da hin. Und wenn ich hier einfach raufklicke, so, habe ich da One Piece umstehen. Und dann habe ich neben aktuelle Folge, habe ich dann so ein Feld mit so einer Art Banner oder so. Ja, das seht ihr jetzt schlecht, da müsst ihr dann joinen. So, einfach mal installieren. Dann Internetbrowser. Den Internetbrowser benutze ich immer noch für einige Sachen. Dann habe ich hier meine Window-Apps drauf. Die wollte ich euch auch unbedingt mal ins Herz legen. Die gibt es in bezahlter Variante, also für Geld. Da habt ihr mehrere Bilder zur Auswahl. Ich habe die Gratis-Version, reicht vollkommen aus. Habe mir ein schönes Bild genommen mit Meer, mit einem Zelt und so einem Leuchtturm da hinten. Habe eingestellt mit meinem Wetter. Also mir wird das Wetter von meiner Region angezeigt. Ich habe die Uhrzeit. Ich kann jetzt auch Musik hören und habe dann ein schönes Bild. Und das bewegt sich auch. Ab und zu kommt hier mal was vorbei und dann passt das schon. So, wenn ich jetzt... Nee, hier passiert... Irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Warum passiert denn hier nichts? Normalerweise sollte der Leuchtturm sich bewegen. So, wir können jetzt natürlich auch andere Apps nehmen, wenn wir andere Hintergründe. Wir nehmen, was nehmen wir denn da? Was kann ich euch denn am besten zeigen? Vielleicht das mit dem Windrad. So, da bewegt sich halt das Windrad. Ja, also und die Lichter hinten von der Stadt, die gehen dann auch, wenn es wieder heller wird, gehen die auch an, das wird alles heller. Wenn Sturm ist, ist bei euch Sturm ist, ist da auch Sturm. Jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Das ist eine meiner Lieblings-Apps, die wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen. Oder hier oben haben wir dann auch was mit so einer chinesischen Pagode, da kommt dann auch ein Pferd vorbei geritten und sowas alles. Also... hier haben wir dann zum Beispiel den Strand nochmal. So, und hier steht da eigentlich. Also normalerweise bewegt sich beim Strand auch was. Hier jetzt gerade ist wahrscheinlich wegen der App oder so, ich habe keine Ahnung. Normalerweise bewegt sich da auch was. Also der Leuchtturm, dass der dann so dreht. Dann Amazon. Licht ist jetzt aus Meister Odin. Ja, das ist das Nächste. Jetzt habt ihr das gehört. Licht ist jetzt aus Meister Odin. Ich habe es zwar schon vorher ausgemacht, aber ich hatte ja vorher gesagt, ich gehe. Und dann kommt Protokoll, Licht an, nächste Protokoll, bleibt 10 Minuten an, danach kommt Kommentar, also danach geht's aus und dann kommt Kommentar, Licht ist jetzt aus. Meister Odin. Ihr könnt nicht ein Protokoll, ihr könnt ein langes Protokoll erstellen mit mehreren Sachen, ist alles kein Problem. Ihr könnt aber nicht sagen, Licht an, Kommentar, Licht ist jetzt an, 15 Minuten anlassen, aus, Kommentar. Das funktioniert nicht, das habe ich schon versucht. Oder Licht an, dann die Zeit, dann den Kommentar, dann wieder aus, also dass dann nach der Zeit aus ist und dann den Kommentar. Das funktioniert nicht, sobald zwei Kommentare von ihr mit drin sind, funktioniert es nicht. An geht's, aber es geht nicht mehr aus. Oder die Zeit zählt nicht oder so. Da habe ich dann immer noch so ein paar Probleme. Und wenn er dann ganz hinten auf alle Apps geht oder... Ihr geht hier einfach nach unten und dann geht er hier rüber und da auf alle Apps. Hier werden euch alle Apps angezeigt. Wenn euch die Apps zu viel sind, die könnt ihr auch in den Einstellungen ausschalten, die in der Cloud sind. Und hier habt ihr dann praktisch alle drin. Wollte ich euch auch mal zeigen, weil viele nachgefragt haben, ja, wo sind denn die Cloud-Apps, was ich bei Amazon da gefunden habe und so. Die sind denn hier. Und hier sind noch alle Apps, die euch nicht angezeigt werden. Ich habe ja noch viel mehr Apps drauf. Ich habe auch im Fire TV Apps. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, da habe ich dann zweimal jetzt eine Leiste. Ich habe 5,88 GB belegt von 12,99 GB. Es steht überall 16 GB, aber er hat eigentlich nur 13 GB. Ja, 12,99. Externer Speicher habe ich 7,9 GB belegt von 7,58 GB. Also könnt euch dann praktisch aussuchen, ob ihr mit diesem OTG-Kabel, da habe ich auch ein Video zu gemacht, bei Odiwan Shoppen, ich werde es euch auch unten verlinken. Ihr könnt dann einen USB-Stick anschließen oder eine Festplatte. Ihr könnt euch dann aussuchen, es kommt dann da so ein Menü und dann müsst ihr dann anklicken, entweder gebt ihr die in einen USB-Stick fest für Fire TV, dann könnt ihr den nirgendwo mehr anders benutzen, weil der ist dann halt, da sind die, ihr könnt ihn schon benutzen, aber dann könnt ihr da die Apps nicht benutzen. Oder ihr sagt,
temporär soll er benutzen. Dann könnt ihr Fotos, Videos oder was weiß ich drauf machen und dann könnt ihr über Fire TV abgerufen. Und dafür würde ich euch empfehlen, so wie ich dann drauf habe, den Media Player. Ach Quatsch, VLC Player. Der normale Media Player, der ist für Amazon eigene Sachen total gut. Wenn ihr aber Apps von anderen Herstellern nehmt, wie mein geliebtes Fotoguru, wo ich dann auf meine Cloud zugreifen kann und Videos und Bilder angucken kann auf dem Fire TV, kann ich euch auch mal zeigen. Ich weiß gar nicht. Alexa, öffne Fotoguru. Okay. Öffnet also, ja, cool. Das ist Fotoguru. Das ist komplett gratis. Ihr müsst dann halt nur die verschiedenen Cloud-Dienste, die ihr haben wollt, müsst ihr einzeln bezahlen. So, wartet mal, ich mach mal Nachrichten schnell von euch. Ein wunderschöner Rebell. Guten Abend, Alexa. Wunderschön, Rudi. Jo, PS4 Pro ist Limited Edition 499. Er hat da oben PS5 geschrieben. Welche Limited Edition? Ich brauche keine Alexa, ich habe meine Frau. Nee, heute geht Fortnite, danach machen wir Death Stranding weiter. Die Bugs, Germano, sind aber jetzt mit dem letzten Update viele raus. Finde ich. Also da hat sich jetzt wesentlich was verbessert, dass es jetzt flüssiger läuft und nicht mehr so oft hakt. Da hatte ich auch ganz oft Probleme. Achso, hier gab es ein Update. Jetzt sagt er mir halt natürlich, dass es ein Update gab. So. Und dann habe ich hier meinen OneDrive. Ich muss mal gucken, wo kann ich, welche Bilder kann ich zeigen ohne Join Katzen glaube ich. Ah ne, hier mit dem LOL. Den LOL-Ordner kann ich euch zeigen. So. Zack. Und wie gesagt, das ist jetzt von der Cloud abgerufen. Und wenn ich jetzt weitermache. Ja, da waren wir einkaufen, das ist mit dem Kohlrabi. Das funktioniert wirklich wunderbar. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas. Scheiße, jetzt bin ich raus. Irgendwas wollte ich euch noch hinweisen, was nicht funktioniert. Ach, lerne meine Stimme. Das funktioniert hier noch nicht. Das müsst ihr auf einem anderen Fire TV, auf einem anderen Gerät machen. Wie mit der Erinnerungsfunktion ist, ob die dann auf andere Geräte ist, das weiß ich auch noch nicht. Das kann ich auch noch nicht testen. Jerry, einen wunderschönen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie schnell der hochfährt. Ich mache jetzt einfach mal den Strom ab. So, Strom ist ab. Ich warte jetzt extra die 30 Sekunden. Naja, gut, 30 brauchen wir nicht warten, aber ein paar Sekunden, damit er wirklich komplett aus ist. Nicht, dass einer sagt, naja, die hat ja noch irgendwie eine interne Batterie oder irgendwas, was sie ja nicht hat. So, jetzt machen wir Strom an. So, jetzt haben wir natürlich kein Signal, ist klar, weil ist ja nichts da, jetzt steht schon Fire TV da. So, die Leiste leuchtet. Die hat auch dann so einen animierten Effekt, dass es dann weiß lang leuchtet. So. Das sollte eigentlich mehr kommen, aber es ist schon da. So, jetzt kommt hier das. Und schon ist er da. Eigentlich. Das, was jetzt schwarz wird, das ist jetzt wegen meinem Fernseher, weil jetzt gerade kein Signal kommt und dann wegen Energiesparen und so. Jetzt ist schon das Menü da. Jetzt unten hat es kurzzeitig braun geleuchtet. Bumm. Komplett da und ich kann halt komplett nutzen. Funktioniert alles super. Drittanbieter-Apps könnt ihr auch installieren. Das ist auch kein Problem. Alles über die Cloud. Wie gesagt,
Ihr braucht den ES-Datei-Explorer, weil hier ist es jetzt nicht mehr so wie bei anderen Fire-TV-Geräten, damit ihr einfach alles in die Cloud packt oder auf den Stick packt und dann könnt ihr installieren. Oder, was weiß ich, oder irgendeine App habt, was weiß ich, keine Ahnung, App XY und die App, mit der App könnt ihr 3-4 Programme installieren. So wie es früher gab mit, ich will es jetzt nicht aussprechen, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das geht nicht mehr. Es gibt, einige Apps werden unterstützt, dass der Fire TV sagt, okay, über die App darfst du andere Geräte installieren, das musst du dann separat aktivieren unter Einstellungen und dann ganz hinten unter Info und dann da, wo immer ADB-Debugging und so was alles war. Der Downloader wird unterstützt und ES-Datei-Explorer. Über die Sachen könnt ihr neue Sachen installieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine K-App, wo ich den, was wir eben gerade besprochen hatten, habt, wo halt andere Apps zu installieren sind, was weiß ich, über das, was Rudi zum Beispiel letztens geschrieben hat, die Ghost, da kann man ja dann zum Beispiel CC Cleaner und sowas installieren. Das funktioniert hier jetzt nicht mehr so. Da könnt ihr nicht das installieren, ihr könnt jetzt installieren, die App, ja, aber ihr könnt dann nicht aus dieser App andere Apps installieren. Das geht nicht. Deswegen habe ich, auch wegen Join, ich habe ja hier Join drauf. Hier. Für die Leute, die jetzt das amerikanische Modell haben, werdet, ist das halt gut. Wenn ihr hier, ihr braucht halt unbedingt ein anderes Fire TV Gerät, wo Join da ist. Und dann braucht ihr auf dem Handy die App to Fire App und dann ladet ihr mit dem Handy. Wartet, ich zeige euch das gleich. Das ist so ein blaues Symbol. Hier. Da ist so ein blaues Symbol, so ein blaues Viereck. APK Exhalator oder so heißt es. Das ist blaues Viereck, APK und dann so drei Striche, so, also Halbkreise drumherum. Findet ihr bei Amazon. Müsst ihr über euer Handy von Amazon beziehen, also den Amazon App Store müsst ihr installieren, dann diese App runterladen, auf dem Handy installieren, diese App, da, die, mit dieser App von der gleichen App wieder eine APK erstellen, dafür ist die nämlich da, und diese APK einfach in eure Cloud über den ES-Datei-Explorer installiert und dann könnt ihr den, die auf dem Fire TV benutzen. Und dann macht ihr mit der App einfach von Join ein Abbild, so habe ich das auch mit hier 100% Radio gemacht und so, habe davon einfach eine APK erstellt und habe mir das auf dem Autoradio installiert und Join habe ich dann halt praktisch gesagt, mach davon eine APK, habe die APK in meine Cloud und habe mir Join im Schlafzimmer installiert, die neueste Variante. Habe immer noch kein Bild, also so hier, so wie hier Join, ist auf dem amerikanischen Modell nicht, aber ich kann die App nutzen. Und so habe ich dann, deswegen habe ich es immer noch drauf, weil immer wenn Join ein Update macht, mache ich mir davon eine neue APK und ziehe mir die dann im Schlafzimmer auf das US-Modell. So einfach funktioniert das. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann einfach @odinstests zusammengeschrieben, damit das hier mir rosa angezeigt wird und dann kann ich auf eure Fragen antworten. René, einen wunderschönen guten Abend. Coole Hose, Odin. Hab auch gerade an... Moin übrigens. Arkem, einen wunderschönen. Ja, die gibt's. Die will ich mir jetzt nochmal... Das ist ja die, was ich im letzten Stream auch gezeigt hatte. Die habe ich mir bei Spaß kostet geholt. Meine ist leider ein bisschen groß ausgefallen, aber für zu Hause ist die voll okay. Aber ab Freitag ist bei Spaß kostet große Aktion, 20% auf alles. Da warte ich nur drauf und da werde ich vielleicht Freitag dann nochmal einen Stream machen, weil da werde ich mir dann mal nochmal drei Hosen und ein T-Shirt oder ein Pullover holen, weil mein, das so von Spaß kostet. Weil dieses Skull, was ich habe, wo mit dem Skelettkopf, der dann so anstößt, das kommt nämlich auch wieder rein. Und das möchte ich gerne noch als Pullover haben und nochmal als Sicherheit, als T-Shirt wahrscheinlich. Einfach nur... Ja, weil das T-Shirt hatte ich an, als meine Frau unser Kind geboren hatte. Also ich war ja damit bei. Ja? Und das ist, möchte ich gerne dann halt nochmal haben. So...
Da könnt ihr auch die Videos gucken. Ich bin so happy oder sie ist da oder so. Da habe ich das T-Shirt an. Ist Amazon Music jetzt fehlerfrei? Amazon Music läuft jetzt fehlerfrei. Also bis jetzt hatte ich keine Fehler mehr. Alexa? Sky Go? Als einzelne App gibt's das nicht. Und ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, weil Sky Go hat ja damals was gemacht, damit das nur auf mobilen Geräten funktioniert. Ob das jetzt so funktioniert, das weiß ich nicht. Ich habe keine Sky Go App, ich habe es noch nicht getestet. Wir können ja mal, ich kann es ja Germano noch mal zeigen. Ich mache dafür mal kurz leiser. Alexa, spiele Broilers. So, jetzt kommt Broilers. Alexa, spiel Böse Onkels. Dann macht das nicht. Alexa, spiele Santiano. Da macht das. Alexa, spiele Toxpack. Ach, findet sie nicht. Alexa, spiele Troopers. Alexa, spiele Rammstein. Rammstein macht sie auch. Alexa, spiele Böse Onkels. Jetzt macht sie Böse Onkels. Also eben hat sie gesagt, sie hat sie nicht gefunden. Sie weiß nicht, was sie von ihr will. Und jetzt hat sie doch gefunden. Also das funktioniert jetzt wirklich gut. Seit dem letzten Update. Endlich. So. Hallo Odin. Hab mal eine Frage. Hab noch ein Fire TV. Was? Hab noch kein Fire TV. Welche Vorteile hab ich? Nutze sonst alle Apps über PlayStation und PC. Erstmal, wenn du Fire TV hast, wenn du Amazon Prime-Mitglied bist, kannst du ja Prime-Filme gucken. Also ich würde sowieso nur, wenn du Prime-Mitglied bist, würde ich es dir empfehlen. Ich hab's aber auch gerne wegen allen anderen Apps, wegen Join, YouTube, Netflix. Netflix hat hier, auch wenn alle anderen Hersteller sagen, wenn ihr euch eine Android-Box holt oder was weiß ich. Ich habe jetzt noch nicht alle durchgetestet. Aber, also eine Shield weiß ich nicht, da denke ich mal, da läuft's. Aber Netflix will ja Geld haben dafür, dass man die Lizenz kriegt für diese 4K-Inhalte. Alle werben sie mit Netflix 4K und so. Die Android-Boxen, nein. Es steht da, du kannst 4K aktivieren in der Box und es steht 4K da und so. Kann alles dastehen, aber du siehst am Bild, es ist kein 4K. Es ist kein 4K. Dann deutlicher Unterschied ist auch, die Bildqualität von einem 4K HDR Serie oder Film im Gegensatz zum Beispiel zum Fire TV Stick 4K. Da war dann bei den Graustufen dann immer noch so ein bisschen Artefakte und ein bisschen heller. Das ist jetzt hier wesentlich besser geworden. Die Schnelligkeit. Man hat etliche Apps, die man installieren kann. Man hat eine Alexa mit bei, wo man dann halt hier noch andere Sachen steuern kann. Erinnerungsfunktion hat oder Haufen andere Sachen. Bei Alexa gibt es so viel, auch mit Nachrichten, Benachrichtigungen. Und, Alexa, habe ich Benachrichtigungen? Eine Lieferung ist eingetroffen. Siehst du, bei Benachrichtigungen taucht nämlich auch hier sowas jetzt zum Beispiel auf. Ich habe eine Benachrichtigung, Ihre Lieferung ist eingetroffen von Amazon Shopping vor 8 Stunden. Alexa, habe ich Benachrichtigungen? Keine neuen Benachrichtigungen. Gut, ich habe keine neuen. Weil ich habe die ja jetzt angehört. Ich kann nur benachrichtigen, andere Fire TV-Geräte benachrichtigen, alles drum und dran.
es läuft einfach flüssiger und leichter und man kann auch, wie gesagt, selber Befehle machen. Also ihr seid nicht auf die Sachen, die Alexa kann, beschränkt. Ihr könnt mit der App könnt ihr Protokolle machen, wie jetzt zum Beispiel den LED hier kann ich ja an- und ausmachen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Alexa, LED aus. Nee, leuchtet gar nicht, oder? Alexa, LED aus. So, jetzt ist die aus und jetzt sage ich, Alexa, Stream vorbereiten. Ah nee, was streamen? Wenn ich so nach zu euch quatsche, funktioniert es manchmal auch nicht. Man soll sie 30 cm von der Box weg haben. Alexa, Stream vorbereiten. Nein, was streamen? Ach, Alexa, Streamen vorbereiten. Alexa, Streamen vorbereiten. Wieso macht sie das denn jetzt nicht? Alexa, Stream vorbereiten. Alexa, Streamen vorbereiten. Alexa, LED an. Ja, normalerweise macht sie das und da habe ich dann halt eingestellt. Alexa, Streamen vorbereiten. Nee, ich habe eigentlich gesagt, dann soll sie die LED, also habe mehrere Protokolle, also mehrere Sachen, was sie dann machen soll. Ich sag, also ich habe eingestellt, Alexa, und dann was ich sage. Und da sage ich, Stream vorbereiten. Dann soll sie machen, LED an. Welche LED kann man denn auswählen? Ist okay. Dann soll nächste Protokoll, also was denn danach kommt, das soll 100% sein und das soll gelb sein. Und danach soll ein Kommentar kommen, wenn das alles erledigt ist, okay, Meister Odin. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, Alexa, warte mal, ich muss erstmal den Ton lauter machen. Du kannst dir auch einfach nur irgendwas sagen lassen. Also sagst du, gibst einen Sprachbefehl an, was du sagst, und dann sagst du, sie soll was sagen und dann, Alexa, wer ist die beste Frau der Welt? Die Frau von Odin ist die beste Frau der Welt. Und dann sagt sie sowas. Ja, also das wären auch von anderen Smart Home Geräten, die mit Alexa funktionieren, wenn ihr jetzt eine Alexa dazu holt. Zum Beispiel von Devolo hatte ich auch eigene Regeln erstellt. Die werden automatisch mit zu Alexa übernommen, also in der Alexa App, und die kann ich dann auch über Alexa steuern. Und dann hat man auch verschiedene Räume und dann kann man halt sagen, das gehört in den Raum, das gehört in den Raum und dann kann man das sortieren. Wie viel hat Fire TV Cube gekostet? Ich habe den für 119 Euro gekauft. Jetzt gibt es ihn für 89 Euro. Link in der Beschreibung. Also das US-Modell war teurer. Das habe ich auch, das steht im Schlafzimmer. Also ich habe die erste Box, die zweite Box, die dritte Box, wo die dritte Box nicht mal so ein Box war, die ist ja so zum Anhängen, den Cube US, den Cube Deutsch und den ersten Stick. Germanu, das Ding für die Steckdose, was du haben wolltest, das haben sie auch bei Amazon runtergesetzt. Link in der Beschreibung. Bei meiner Samsung-Fernbedienung kann ich das. Kannst du von deinem Samsung-TV die Fernbedienung auch für den Fire TV... Ja, kann ich auch. Warte, hier ist die Fernbedienung. Und dann kann ich jetzt hier... Ach nee, habe ich ausgeschalten. Ich habe HDMI CEC ausgeschalten. Beim Fernsehen. Also eigentlich geht's. Oder habe ich es hier ausgeschalten? HDMI CEC heißt das. Muss ich nur überlegen, wo waren die drinne? Ne, HDMI CEC ist an. Aber mein Fernseher hat da sowieso ein bisschen Macken. Manchmal geht es bei der PlayStation auch nicht, obwohl es geht. Aber eigentlich geht's. Eigentlich geht's, dass ich dann... Manchmal muss ich dann auch erstmal Home drücken, bestätigen, aber geht jetzt nicht. Aber es geht, also ich habe schon mal gemacht.
Das weiß ich nicht, ob man einen Song in Endlosschleife spielen kann. Das habe ich noch nie gemacht. Weil ich habe immer gesagt, welche Band, und dann spielt sie das ab. Jan Lukas, wenn es dir langweilig ist, du kannst gerne gehen. Du bist nicht gezwungen, hier zu bleiben. Danke, dass hochgefahren nochmal gezeigt hast. Gerne doch, Tester, das ist kein Problem. Xabax, ein wunderschön. Typisch Frau, macht nie, was sie soll. Ja, und man sagt, da hast du auch recht. Das ist halt einige Sachen. Also am Anfang, ich habe auch das Problem jetzt, wie gesagt, momentan bei ihr, dass wenn ich, Alexa, Fernseh aus. So, jetzt ist der Fernseh aus. Logischerweise ist die Soundbar auch aus. Alexa, wie geht's dir? Sie macht auch kein Geräusch mehr. Normalerweise kommt dann auch Bing. Alexa, wie geht's dir? Lieb, dass du fragst. Jetzt geht's. Es war wieder viel los in der Cloud. So wie es sein soll. Aber manchmal funktioniert's halt nicht. Da sind halt immer noch so ein paar kleine Macken drin. Wir können ja mal gucken, wie das jetzt aussieht mit dem Lautsprecher. Ob es jetzt funktioniert. Ich habe den ja jetzt geladen. Bluetooth connected. So, ist connected. Ich mache aber mal. So. Ich kann auch gerade gar nicht laut und leiser machen. Warum nicht? Ah, jetzt. Ich hatte eine falsche Taste gedrückt, deswegen, oder? Ready to pair. Bluetooth connected. Alexa? Wie geht's dir? Dankeschön. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet heute. Aber heute Nacht kann ich da ein bisschen meine Stimme schonen. Ich weiß nicht warum. Also ein bisschen, also normalerweise piept das auch nicht, wenn ich es anmache. Ich weiß nicht, was der jetzt gerade für Probleme hat, ob der Akku jetzt nicht voll genug geladen ist. Er reagiert. Bluetooth connected. Er reagiert auch gerade nicht vom Ton her. USB raus. Ready to pair. Bluetooth connected. Alexa? Warte, ich mach das. Alexa, Fernseh an. Ich verbinde den einfach jetzt nochmal neu und dann gucken wir mal, ob da vielleicht der Fehler ist. Kann ja sein, dass er da irgendwie jetzt gerade Probleme hat. Das machen wir nochmal aus. Es kann ja sein, dass er deswegen die falsche Taste wieder. So. Ich nehme den jetzt einfach mal bei Bluetooth-Geräte, nehme ich die Box jetzt komplett raus. Andere Gravis. So, das ist jetzt komplett raus. Ich mache jetzt nochmal an. So, jetzt sucht er gerade nach Geräten.
Habe ich den aus Versehen mit Zwerin verbunden? Jetzt muss ich mal schnell wählen. Nee, ja, ich habe Bluetooth aus. Wartet mal. Irgendwie. Ich glaube, es liegt jetzt nicht an Alexa, jetzt liegt es echt an der Box. Und ich weiß nicht warum. Falsche Fernbedienung. Normalerweise sollte das jetzt hier auch irgendwie blinken oder so. Ach hier, auf der Seite blinkt das. Also beim ersten Mal connecten war das alles wesentlich schneller. Ich denke, hier ist irgendwo gerade der Wurm ein bisschen drin. Ich habe Bluetooth deswegen genommen, weil wenn ich das per Klinkenkabel habe, müsste ich immer den Klinkenkabel abziehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum sie jetzt hier gerade so rumspackt. Beide Sachen hier. Mobilgerät. Wir wollen kein Mobilgerät hinzufügen, Controller wollen wir auch nicht hinzufügen, Fire TV Fernbedienung wollen wir nicht, wir wollen ein anderes Bluetooth-Gerät. Bluetooth-Verbindung mit hinzufügen, Gerät hinzufügen. Und jetzt sucht er eigentlich. Mal nochmal aus. Das blinkt schon mal. Ich werde noch mal suchen. Also eigentlich hat das letztens, wo ich es gemacht habe, also wo ich es das erste Mal gemacht hatte, ich habe es extra 2-3 Mal gemacht, da ging es zack, bumm und es war drinne. Auch Alexa, wie tut man das denn einstellen bei dem Fire-TV? Darauf habe ich leider keine Antwort. Florian, was einstellen? Inwiefern was einstellen bei ihr? Wie sagt der Manu? Das weiß ich nicht, ob man Songs wiederholen lassen kann, weil habe ich so noch nicht getestet. Klingt schneller. Normal suchen. Lass uns einfach mal suchen. Jetzt piept er wieder hier irgendwie komisch ab. Bin am Überlegen mir das Nuki Türschloss zu holen. Hast du dich damit da schon beschäftigt? Gibt, glaube ich, auch was Ähnliches von Amazon. Sagt mir jetzt gar nichts. Ich muss mal gucken. Mein Namensgedächtnis ist halt nicht so gut. Ach, diese smarte Türschloss. Ja, das ist auch hier mit Ring kompatibel und so weiter alles. Aber damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, was du da für haben musst, damit es funktioniert oder so. Deine Wohnung an.
Chris, einen wunderschönen. Ich höre nicht. Ja, für mich wäre das auch interessant. Ja, toll. Ich habe auch jetzt gerade keine andere Bluetooth-Box hier liegen, um den zu testen. Also es muss an ihr liegen, weil ich habe es die ganze Zeit getestet und gemacht und getan und da war alles überhaupt kein Problem. Ich kann ja nicht mal mehr hier oben laut und leise einstellen. Das will sie auch nicht machen. Pass mal auf. Aber jetzt haben wir ihn gefunden. Es ist da. Gravis. Und hier haben wir auch kein Piepen mehr. Bluetooth connected. Alexa? Wie geht's dir? Herzlichen Dank. Jetzt geht's. Mein Tag war toll. Ich hoffe, deine auch. So, müssen wir hier nochmal schnell leiser machen. Wartet. Alexa, wie geht's dir? Dankeschön. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet. Aber heute Nacht kann ich ja ein bisschen meine Stimme schonen. So, dass ihr ein bisschen was Ton habt. So, Alexa. Fernseh aus. Der Bing kommt dann nämlich auch hier rüber. Alexa, spiele Broilers. Zufallswiedergabe der Songs von Broilers auf Amazon Music. Jetzt kommt's von hier. Also ihr könntet praktisch, und wir können auch, Moment. Alexa, stopp. So, Alexa, Fernseh an. Das habe ich nur ausgemacht, damit ihr das sehen könnt. So, jetzt machen wir immer ganz normal an. Alexa, play. Alexa, stopp. Wieso macht sie mir WDR-Kultur rein? Da habe ich ja jetzt überhaupt keinen Tunnel, hat sie mir angemacht. Alexa, spiele Broilers. So, jetzt hört er ja, dass es hier rüberkommt. Ich mach gerade mal die Box da noch, die Soundbar noch leiser, weil die steuere ich trotzdem noch darüber. Die kann ich nicht, also das geht hier nicht, damit zu steuern. So, und wenn ich jetzt einfach sage, ausmachen. Jetzt ist er aus. Sie sagt jetzt natürlich, es trennt. Hört er vielleicht, dass da Musik ist? Hört hat. So, und wenn ich jetzt wieder anschalte, kommt gleich eine Mitteilung. Connected. Connected. Verbunden. Oh, bitte lass mich nicht im Stich. Will immer verbinden, macht's nicht. Okay. Alexa, stopp. Alexa, home. Alexa, Fernseh aus. So. Und jetzt machen wir hier nochmal an. Bluetooth connected. Alexa, wie geht's dir? Den ganzen Tag beantworte ich Fragen. Jetzt verbindet er wieder nicht. Ich knipse das Licht an und aus. Ich mach nochmal hier aus. So. Also normalerweise hat er das immer gemacht. Ich hab ausgehabt, hab der stand da oben, ich hab angemacht, hab ihr gesagt, was sie spielen soll und dann konnte der Fernseher ausbleiben. Weil meine Frau mal sagt, ja, wenn die Kleine hier rumspielt und der große Fernseher an ist und Strahlung und bla. Deswegen habe ich das so gemacht.
Bluetooth connected. Jetzt haben wir connected. Alexa, wie geht's dir? Bluetooth connected. Jetzt quatsche schon nicht, weil sie hier raufquatschen wollte. Alexa, wie geht's dir? Nee. Egal. Es hat jedenfalls mal funktioniert. Ich weiß nicht, woran das jetzt scheitert, dass es nicht funktioniert. Normalerweise habe ich einfach nur die Box angemacht, während es da aus war, und dann hat das alles funktioniert. Ohne Probleme. Woran es jetzt hier scheitert, kann ich euch beim besten Willen jetzt gerade nicht beantworten. Ob es jetzt an dem neuen Update liegt. Oder was, ich werde mal gucken, ich werde mir mal die Bluetooth-Box von meiner Tochter ausbauen und da mal versuchen. Also ich brauchte die eigentlich nicht nochmal neu verbinden. So. Du kannst so Kopfhörer anschließen. Am Cube ist ja ein sag schon, ein Klinkenkabel. Du kannst auch, gibt auch so eine WLAN, also einen Bluetooth-Adapter. Dann machst du mit Klinke da einfach rein und dann kannst du hier auch einen Kopfhörer aufsetzen. Das ist kein Problem. Du kannst aber auch Bluetooth-Kopfhörer aufsetzen. Das ist auch kein Problem. Die sind auch kompatibel. Gibt keine SB am Telefon. Du brauchst nur das Nuki-Schloss. Mehr nicht. Du musst dann Sicherheitsschloss in der Tür haben. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Sicherheitsschloss habe. Also wenn ein Schloss von außen auch aufschließen kann. Ach sowas. Ja, ich glaube, sowas habe ich. Technisches Tier, einen wunderschönen Abend. Erik, einen wunderschönen. Ja, die ist an. Wir wollen ja gleich eigentlich noch den Postboten spielen. Ich habe eigentlich nur eine halbe Stunde machen wollen. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde, über einer Stunde dabei. Danke, nichts zu danken. Aber... Na, ich muss mal gucken, wie das mit dem Schloss ist und inwiefern das funktioniert mit Aufschließen. Weil dass ich dann halt sage, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. So. Dann würde ich jetzt sagen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann jetzt in die Kommentare. @odinstests. Dann beantworte ich noch die Fragen. Wir machen noch bis 30. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt nicht hier was Gravierendes passiert, machen wir noch Dead Stranding. Ich will ja die Straße weiterbauen. Also das Fire TV hat Vor- und Nachteile. Ich finde die Kamera ein bisschen milchig, oder? Wieso sieht die hier so kacke aus jetzt? So, erstmal kommen wir zu dem Wichtigsten. Ja, wie sieht die zu hell aus? Ich weiß es nicht. Die ist in meinem anderen Layout ist die nicht so. Ich weiß da nicht, wo da der Fehler ist. Ich habe die genau so eingestellt. Ich habe hier nichts verändert. Also ich habe keinen Plan, woran das jetzt liegt, ehrlich gesagt. Werdet da gleich sehen, dass es beim anderen ein bisschen besser läuft. Weil ich kann jetzt hier kann ich die Szenen zwar wechseln, aber ich kann jetzt nicht ein anderes Overlay einfach so drin machen. Dann würde das Stream nämlich beendet werden. Dead Stranding wollen wir weitermachen. Ich schreibe zu schnell.
Genau, Daniel hat recht. Straße weiterbauen und das chirale Netz wollen wir noch erweitern. Das ist nämlich da, ein Stück weiter ist ja nochmal so ein Bunker. Da will ich hin. Und mal gucken, was da heute noch so geht. Wie gesagt, Fire TV hat echt gute Sachen. Ich finde es halt nur, was ich jetzt wirklich schade finde am Fire TV Cube ist, dass nicht alles, weil eigentlich soll es ja eine Kombination aus Fire TV und Echo sein. Was ich da schade finde, ist, dass nicht alles, was im Echo geht, im Fire TV geht. Deswegen habe ich es mir hier geholt. Dass ich halt kein Echo mir hier herstellen muss. Aber, wie gesagt, Stimme lernen geht da nicht. Das geht auch nur auf dem Echo. Und für die Leute, die jetzt zum Beispiel einen normalen Fire TV Stick 4K haben und sagen, das reicht mir aus, aber ich würde gerne so eine Features haben wollen, so mit Fernseh an, Fernseh aus, Soundbar an, Soundbar aus und so was alles. Oder dass, wenn ich sage Fernseh an, dass der Fernseh angeht und die Soundbar gleichzeitig angeht. Da gibt es jetzt bald so ein Zusatzgerät ab Dezember. Das könnt ihr euch dann da hinstellen und müsst ihr dann aber ein Echo Dot müsst ihr haben. Und dann könnt ihr mit dem Echo Dot, könnt ihr dann Befehle geben und dann macht der das Fernseh an, Fernseh aus, Soundbar an, Soundbar aus. Könnt ihr dann festlegen. Also wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich mir noch nicht geguckt, weil im Fire TV weiß ich es. Im Fire TV stellt man es ein. Funktioniert über HDMI CEC. Bei dem neuen muss ich mir erstmal schlau machen. Bis jetzt finde ich den Fire TV Cube, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, aber so von der Bedienung her und vom Speicher her und so finde ich ihn toll. Deswegen habe ich ja so sehnlich darauf gewartet, wegen endlich mehr Speicher. Ich kann den Speicher auch erweitern. Und für Co. Funktioniert super. Richtig schnell, super. Kann ich echt nicht meckern. Auch andere Apps, wenn ich mein VPN-Programm aufmache oder so, läuft alles ohne Probleme. Kann ich mich echt nicht beschweren. Bin mega zufrieden. Amazon Film, Prime oder Netflix laufen super. Bei Prime habe ich auch nicht mehr das Problem, dass bei 4K-Inhalten, dass es so nachgebuffert werden muss. Ich würde euch jetzt was zeigen, aber wenn ich euch jetzt hier was zeige von Prime und zeige, wie schnell 4K da ist, dann fickt mich Amazon wieder, so wie ich es hatte. Ich hatte es ja mit dem Fire TV 3 gemacht. Da habe ich euch eine Tick gezeigt, wie schnell denn 4K da ist. Aber da hat Amazon mich gefickt und hat Amazon gesagt, ja, das ist aber unser Inhalt. Und dann habe ich Einspruch eingelegt. Und er hat dann knapp einen Monat gedauert, bis sie das dann mal bearbeitet hatten. Und das ist mir einfach zu blöde. Aber ich habe noch eine Idee, was wir noch zeigen können. Also ist der Cube für über 100 Euro doch zu teuer? Nö. Für das, was er kann, nö. Also es hat sich gelohnt. Ich würde mir wünschen, wenn sie den billiger machen würden. Und wenn für 120 können sie dann lassen, aber wenn sie den Speicher noch erweitern würden, 16 GB, wo wir 13 GB zur Verfügung haben. Ich würde mir wünschen, wenn er so 32 bis 64 GB hätte. Das wäre was. Das wäre eine Hausnummer. Dann könnte ich alle Apps installieren, alles drum und dran. Gerne nochmal so eine Frage-Antwort über Fire TV und Co. Können wir gerne wieder machen, ja. Ich habe eigentlich gedacht, kommen ein paar mehr Fragen zusammen, aber okay. In Death Stranding. Ich meine Death Stranding. Was? Achso, Death Stranding finde ich geil. Grafik geil, Story geil. Ich liebe es. Nochmal eine wichtige Frage. Ist das Ding kompatibel mit iPhone? Meine Frau nutzt einen Apple. Ich Android. Da musst du mal gucken, aber ich glaube, die Amazon-App, die Alexa-App, gibt's auch für iPhone. Glaube ich. Da musst du mal gucken im App Store. Die sieht so aus. Und darüber kannst du dann halt alles einstellen. Aber ich glaube schon, dass sie kompatibel ist. Weil so machst du gar nichts. Mit iPhone auf dem Gerät. Du hast halt nur diese Amazon, dieser Kreis hier ist er da. Da hast du nur diese App, Amazon Alexa, und da stellst du alles für Alexa ein. Sonst macht sie alles selber. Da kannst du auch Skills aktivieren und so. Ich habe eine Idee, passt mal auf. Ich werde jetzt einfach mal Image. Was haben wir denn hier für ein Image drin? Wir haben die Ratte drin, genau.
Wir haben das Rattenhörnchen. Wir machen mal das Rattenhörnchen ein Stück größer. So. Tricksen wir mal ein bisschen. Alexa, Fernseher an. Was ich geil finde, ich brauche nur sagen an und dann läuft das. Dann geht der Fernseher an, die Soundbar geht gleich mit an, alles super. Ich kann auch HDMI wechseln. Seit dem letzten Update habe ich das Problem, dass mit dem HDMI-Wechseln nicht immer funktioniert. Das habe ich. Mein Alexa-Zeug kommt erst am Mittwoch, gerade bestellt. Oh, geil. Hoffe über meinen Link, dann habe ich auch noch was davon. Ich bin übrigens am Überlegen, kann ich euch auch mal erwähnen. Geht noch 2 Stunden. Die haben hier Elgato Stream Deck. Ich poste euch mal einen Link. Achso, ich bin hier. Wartet mal, ich muss ja mal schnell was löschen. Seit wann haben wir denn das hier, das jetzt so ein bisschen wie ein Dings aufgebaut ist? Ist ja kacke hier. Warte mal, ich muss mal Amazon. Ich kann keine Codes-Links mehr erstellen, warum das nicht? Sieht eher aus wie eine Handy-App jetzt. Was soll denn der Scheiß? Oh, Amazon regt mich so auf, ey. Wieso, wartet mal, ich habe hier gerade mit. Mit dem Partnerprogramm Probleme. So. Die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Kennwort sind nicht mit dem Partnerkonto verbunden. Wenn Sie noch keinen Partner. Klar sind die verbunden. Die mich verarschen? Warte mal, jetzt muss ich mal Amazon hier anschreiben. Nicht das. Och, man macht da den Scheißhaken raus. D3 G3 PN. So. Danke für Ihre E-Mail.
verstehe ich nicht. Mir unbegreiflich, aber naja, okay. Da rufe ich gleich mal Amazon an, was die Scheiße soll. Kontaktieren Sie uns. Ja, kann man ja natürlich nicht direkt kontaktieren. Scheißegal. So. Wir gehen jetzt einfach mal auf Serien. Nee, Quatsch. Auf meine Videos. Ich nehme mal schnell was, was 4K ist. Was ist denn hier 4K? Warte mal, gehen wir mal auf Serien. Hier 4K-Serien, Men in the High Castle zum Beispiel. Oh, Karneval haben wir doch in 4K? Wieso gucke ich mir den normal an? So. Jetzt mit Prime starten. So. Jetzt ist noch Vorwerbung. So, wir spulen mal. Ich mache einfach mal weiter hier. Normalerweise klappt das, wenn man hier spulen drückt. So, ich habe jetzt 1000, also HD 1080p HDR. HDR ist gleich da. Ich drücke jetzt einfach mal die ganze Zeit hoch. Immer wieder, um die Informationen anzuzeigen. Damit ihr sehen könnt, ab wann hier HDR, 4K zur Verfügung steht. Es dauert jetzt natürlich was länger, ach scheiße, so. Dauert jetzt natürlich was länger, weil ich ja gerade streame und gerade einen Upload und einen Download habe, weil mein Stream ja oben auch für mich läuft. Also meistens ist es so nach 40 Sekunden, da sind wir jetzt. So, jetzt. Na komm. Ist HDR ganz dick geschrieben. HD ist dick geschrieben, aber es steht immer noch 1080p da. So, jetzt steht Ultra HD da nach einer Minute. Ultra dick geschrieben, dann HD dünner geschrieben und dann HDR. Also eine Minute müsst ihr rechnen, das ist dann halt immer die Vorwerbung, bis es dann komplett da ist. Also normalerweise, jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade streamen würde, bin ich bei, warte mal, ich mach mal Rattenhörnchen wieder weg, so. Wenn ich nicht gerade streamen würde, wäre ich bei so um die 40 Sekunden. Ja, es war schon mal bei 35, war auch schon mal 41, 42 Sekunden, aber so roundabout 40 Sekunden, bis 4K HDR zur Verfügung steht. Lohnt sich der Fire TV nur wegen Netflix und Amazon zu kaufen? Ja. Das war ja damals auch meine Intention. Eigentlich auch nur wegen Amazon und Netflix. Weil die Apps auf dem TV sind schon gut, ja. Aber ich finde, von der Benutzerfreundlichkeit und vom Menü her kommt die App auf den TVs und so nicht an Fire TV ran. Weil da hast du wirklich mehr Kategorien, alles besser, übersichtlicher. Du kannst schnell hin und her, kannst zu Watchlist hinzufügen und alle drum und dran. Also das funktioniert wesentlich einfacher und schneller. Also deswegen. Space, moin moin. Sag mal, kaufst du dir die PS4 Games lieber digital oder Disc? Unterschiedlich. Nehme mal an, wegen GameStop Disc lieber, aber wenn GameStop mal weg ist. Nicht nur wegen GameStop, meine Amazon, meine Assassin's Creed Dinger habe ich auch alle auf Disc hier oben im Schrank drin. Ja, zum Sammeln. Also es kommt drauf an. Marc, einen wunderschönen. Ich habe Ring, Aero, WLAN, Mesh und Echo Plus und Echo Studio. Mit Alexa kommt man kommt nicht vorbei. Hab
schon 3 Jahre 1000 Skills ausprobiert. So viele Skills habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe so meine Standard-Skills und die habe ich und die sind ganz gut und alles andere. Gucke ich ab und zu mal nach, was so passiert ist und dann wartet auch. Bringe bald ein eigenes raus. Möchtest du es mal testen? Gerne. Gibt es bald einen Weg für unbekannte... Echt? Gibt es? Inwiefern? Ja, du hast ja... Ich kann ja jetzt auch schon. Du kannst es halt über die Cloud. Einfach... ES-Datei-Explorer. Du nimmst die APK, packst die in deine Cloud und dann gehst du über einen ES-Datei-Explorer und sagst dann, bumm, den und den Ordner und dann installierst du. Das funktioniert. Der hat ja die Freigabe. Es sei denn, Amazon ändert das mal. Also bis jetzt geht's. Also früher wartet ja hier hinten bei Einstellung, kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Und dann ganz, fast ganz nach hinten mein Fire TV und dann Entwickleroption. Und da haben wir jetzt immer noch ADB-Debugging, das ist an, und unbekannte Quellen. Ja, und da kann ich für die Apps sagen, die unbekannte Quellen aktiviert haben dürfen. Und das sind jetzt meine Apps, die jetzt hier drin sind. Also, okay, komisch. Das ist sehr kurios, da geht es. Das weiß ich jetzt nicht, warum das da geht, aber okay. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, also bei Tagesschau ist es erlaubt, dass ich über die Tagesschau-App irgendwas installiere. ES-Datei-Explorer, Codiana Wizard, das Kodi 17.4 oder so. Dann über mein Hintergrundding Rainfall, dann den Silk-Browser, den könnte ich auch anschalten. Über Silk-Browser könnte ich auch irgendwas installieren. Über APK-Sicherung. Also wenn ich jetzt über das Sicherungstool, was ich euch gezeigt habe, womit ich hier Sicherung mache, da kann ich auch Apps installieren, ist auch erlaubt. White Lock, das ist halt so Feuer. Und 100% Internetradio, darüber könnte ich auch irgendwas installieren. Da müsste ich mal gucken, also wenn ich hier vielleicht irgendwas aktiviere, dann... Okay, ich habe da eine Idee, da habe ich da schon mal eine Idee, was ich demnächst mal testen muss. So, wartet mal, ich muss mal entwickeln, muss ich mal schnell anmachen. Erlauben. So. Und da stellt er das jetzt einfach ein. Weil ich es auf der PS4 nutze. Ja, also da müsste ich immer für Amazon und Netflix immer PS4 anhaben. Ja, die alte war zu laut und dann immer mit dem Controller. Nee, da habe ich hier so meine Fernbedienung, kann damit alles schön steuern. Also ist mir wesentlich lieber. Ich habe die Amazon-Apps, könnte ich auf der Playstation, ich könnte auf dem Fernseher direkt, auf der Android-Box, auf meinem Receiver, könnte ich überall. Aber ich habe, wie gesagt, ich Fire TV und läuft. Ich arbeite an einer App, die sie... wieder so auf wie auf dem Stick zurückbringt. Ob du dit, na da bin ich mal gespannt. Also wenn dit gehen sollte, dass du da einfach unbekannte Quellen so aktivierst, also dann wäre ich sehr überrascht, weil das ist ja hier weg. Beim US-Modell ist es noch da, hier ist es weg. Aber geil wär's. So, Alexa? Fernseher aus. Und dann kommt halt nur Bing. Blum. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, ich muss nämlich pinkeln. Ich werde pinkeln gehen. Und mal den Amazon-Kundenservice anrufen. Fragen, was da schief läuft. Und dann sehen wir uns in etwa 10 Minuten wieder.
Genau, jeder soll so machen, wie er am besten klarkommt. Aber mir fällt es halt selber nicht. Also auf dem Fernseher nicht. Also könnte ich halt auch mit meiner Fernsehfernbedienung-App machen und so. Aber da stand damals auch nie, wenn da Prime ist. Das haben sie ja dann weggenommen. Das war hier auch mal da auf dem Fire TV. Das haben sie dann weggenommen. Und dann auch mit dem Favoriten hinzufügen. Das ist halt, finde ich, in der PlayStation und auf den Fernseh-Apps halt ein bisschen doof. Hier sage ich einfach, zack, zu Favoriten hinzufügen. Komm in... Kann auch zusätzliche Apps installieren, bin da halt nicht nur auf Amazon beschränkt. Ja? Also von daher, danke für den Stream. Gerne doch, Oberhavel. So, nichtsdestotrotz würde ich mich denn jetzt hier erstmal verabschieden. Ich gehe auf Klo und dann sehen wir uns in etwa roundabout 10 Minuten wieder mit Death Stranding. Der Link, also Death Stranding ist schon da, wenn ihr im Kanal guckt. Der Stream ist schon da, ihr könnt da gerne mit euch austauschen, miteinander schreiben. Ich bin in etwa 10 Minuten wieder da und dann legen wir gleich los. Wir wollen noch ein bisschen Straße bauen, chirale Netz machen und ja. Ich hoffe, ihr seid alle... Magst du Fortnite oder... Machst du Fortnite oder DHL gleich? Weil ich schon spät ist. Na, ich mach nochmal DHL-Boten. Ich will noch ein bisschen hin und her liefern. Ist ja nicht weit. Die Straße habe ich schon ziemlich weit fertig und vielleicht noch ein bisschen bei den Mules noch ein bisschen plündern. Mal gucken. Okay, dann bis gleich. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wenn ihr Bock habt, können wir sowas öfters machen, so eine Frage-Antwort zu speziellen Themen. Ich wollte ja demnächst nochmal so ein Ding für PlayStation machen. Vielleicht morgen Abend. Nur so eine Frage-Antwort-Runde PlayStation und ein paar Tipps und Tricks sagen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin denn jetzt für den Stream jetzt erstmal weg. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Achso, ich mach noch kurz die Endcard drin, wo ich auf Klo sitze und dann...